Im Jahr 1746 wurde die Höchster Porzellanmanufaktur gegründet. Damit ist sie nach der Meißener Manufaktur die zweitälteste in Deutschland. Doch jetzt steht der Frankfurter Betrieb vor dem Aus. Wenn bis Ende Juni kein neuer Investor gefunden wird, muss das traditionsreiche Unternehmen schließen. Tassen, Teller, Figuren. Alles aus feinstem Porzellan und handbemalt. Doch schon in ein paar Tagen könnte damit Schluss sein. Für Insolvenzverwalter Frank Schmidt bleibt nur sehr wenig Zeit, das Unternehmen noch zu retten. Diese Manufaktur gibt es schon seit über 275 Jahren mit bestimmten Höhen und Tiefen, das auf jeden Fall. Aber alle sind hier sehr, sehr emotional. Auf der anderen Seite, was soll ich Ihnen sagen, ein wirtschaftlicher Betrieb, der muss zumindest auch rentabel arbeiten können. Und diese Rentabilität, die haben wir bislang auch in den letzten Jahren hier nicht gesehen. Porzellan gilt als Luxusgut. In einer handgefertigten Figur können mehrere Monate Arbeit stecken. Diese kann dann schon mal zwischen 500 und 8.500 Euro kosten. Für etwas so Zerbrechliches wollen viele Leute einfach nicht mehr so viel Geld ausgeben. Große Umsätze bleiben aus. Bereits vor 4 Jahren stand die Höchster Manufaktur vor dem Aus. Damals konnte sie durch einen Investor aus Taiwan gerettet werden. Die heutige Lage ist aber noch ernster. Die letzten Monate waren für alle hier im Haus natürlich schwierig, wegen langfristig ausstehenden Gehaltszahlungen, auch einer teilweise schlechten Kommunikation mit der Geschäftsleitung und einigen anderen Problemen. Ja, es war schon ziemlich belastend, dass wir jetzt monatelang kein Geld bekommen haben. Also nicht nur für uns als Mitarbeiter, sondern auch die Familien haben ja genauso mit drunter gelitten. Schon seit März bekommen die 10 Mitarbeiter des Unternehmens keinen Lohn mehr ausgezahlt. Trotzdem hängen die hochspezialisierten Arbeiter an der Manufaktur. Eine Schließung wäre für sie ein Albtraum, denn es gibt kaum andere Arbeitsmöglichkeiten. Es wäre schlimm, weil ich mich natürlich mit Porzellan identifiziere. Ich mache den Beruf insgesamt seit 37 Jahren. Ich habe immer nur mit Porzellan gearbeitet. Es ist auch irgendwie mein Hobby. Und das wäre natürlich katastrophal, ja. Kann man nicht anders sagen. Die Hoffnung will noch niemand aufgeben. Auch Insolvenzverwalter Frank Schmidt denkt positiv. Ich glaube bis zum Schluss, also bis Ende Juni daran, dass wir das auf jeden Fall schaffen. Es stehen jetzt auch nochmal Gespräche an mit der Stadt Frankfurt, stehen immer auch Gespräche an, auch noch mit der Staatskanzlei in Wiesbaden, also mit dem Land Hessen. Und wir haben auch den ein oder anderen Investor, mit dem wir in Verhandlungen sind. Die Staatskanzlei zählt zu den Kunden der Porzellanmanufaktur. Der hessische Löwe wird nämlich in den Öfen in Höchst gebrannt. In den nächsten Tagen wird sich entscheiden, ob der Betrieb aufrechterhalten werden kann oder ob das hessische Traditionsporzellan auf den Scherbenhaufen kommt.